natürlich geil, dass du hast hier natürlich auch keine richtigen Bezugspunkte in Sachen Gegend. Hier ist alles weiß. Weiß und schwarz. Und hier links müsste jetzt die Holz-Action sein. Holzbrücke. Oder so Holzfahrt. Da ist der Holzfahrt. Okay, Orientierung ist okay. Es gibt so ein paar Highlights. Ein paar Highlights, wo ich mir denke, so okay. So, hoffentlich sieht der immer sehr stabil aus. Guck mal nicht, dass es bricht. Aber hier ist auch der, hier ist alles eingestürzt. Bin ich da irgendwie hoch? Knattert hier so das Holz oder ist hier schon wieder Papier in der Nähe? Nicht so, als wenn ich hier lang könnte. Ich muss wohl hier lang. Ich höre doch, das ist Papier. Irgendwo habe ich hier schon wieder Papier. Toll. Fragt sich nur, wo? Da geht es immer tief runter. Wo ist das, das Holz? Knattert das Holz so? Ne, da oben. Alles klar. Wieder. So. 7 AM. We're finally here. We met a group of men. Ich finde das schade, dass man. Dass er, okay, ich finde es. Sagen wir es mal so. Ich finde es sehr gut, dass er so viel Text hat. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir das durchspielen, dann bin ich 2 Minuten am Laufen und dann auf einmal. Wo bin ich denn hier? So, was ist denn das hier für ein Weg? Wo habe ich denn das hier verpasst? Vielleicht war das das, wo ich so einmal um den Stamm rum muss oder so. Keine Ahnung. Tja, das hier wird jetzt lustig. Naja, aber wie gesagt, also... Ich würde es gerne machen mit den ganzen Dateien, aber das Problem ist natürlich auch, dass nur die Artikel vorgelesen werden. Die Tagebücher werden nicht vorgelesen. Und wenn ich das vorlese, dann dauert das ewig. Ist zwar eine schöne Sache so, aber ich möchte hier viel über... Wow, was ist denn da oben los? Wow, ist das ein erloschener Vulkan? Glüht er vor sich hin oder was? Ah, wir kommen zur Funkstation. Hier geht es zur Funkstation. Woher kenne ich das nochmal? Ich glaube hier ist Slender, ne? Von Slender kenne ich das. Da sind wir doch auch auf so einen komischen Punkt zugelaufen. Wow, was ist denn hier passiert? Ist hier eine Satellitenschüssel umgekippt oder was? Das sieht aus wie... Das ist Zement. Das war ein Gebäude. Okay. Oh, da vorne ist ein Geist. Das war mal ein Gebäude. Okay. Mal eine ganz ehrliche Frage. Ich weiß zwar, Schnee und Eis kann einiges zerstören, gerade in Sachen Feuchtigkeit. Sprengt es im wahrsten Sinne des Wortes Beton. Und dafür ist ja Stahlbeton, dass sich das ja mal zusammenzieht und dehnt und wieder zusammenzieht. Aber mal Hand aufs Herz. Was ist hier passiert, Alter? Das muss ja schon weitaus länger hier so stehen, anstatt 1959. Und ich höre schon wieder irgendwas flattern. Mann, wie viele Sammelobjekte gibt es denn bei dem Spiel? Ey, wenn man, ich möchte gar nicht wissen, wie viel ich schon verpasst habe. Boah, bei dem Schneesturm ist echt krass, hier irgendwas rauszuhören. Hier ist nichts mehr, kein Flatterer. Bestimmt irgendwo bei dem Gebäude. Komisch, jetzt höre ich nichts mehr mit. Jetzt höre ich es wieder. Okay. Irgendwo hier. Das, die sieht man so schlecht. Die leuchten ja nur so ein bisschen. Ich muss echt die Augen aufhalten. Wahrscheinlich hier auf der Innenseite, ne? Kann das sein? Gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Ich kam doch hier fast rein irgendwo, oder? Nee. Wo
Von irgendeiner Seite muss man da doch reinkommen. Bestimmt auf der anderen Seite der Mauer ist das. Man kann ja auch nicht springen oder so. Gucken. Hier geht's nicht weiter. Hier oben bestimmt nicht, oder? Da ist mein Hals gerade so trocken. Moment mal. Jetzt mal wieder einen Schluck Wasser in mir. Also ich muss schon förmlich draufstehen. Ich muss schon förmlich auf dem Papier draufstehen. Es flattert so laut. Wir gehen mal außen rum. Wir gehen mal von dem Gebäude außen rum. Vielleicht habe ich irgendwo einen Eingang verpasst. Das flattert so laut, als wenn es hier draußen wäre. Es ist bestimmt auf der anderen Seite der Mauer. Da hinten ist auch nichts mehr. Ich frage mich auch, was das so ist hier mit so welchen Gegenständen. Ach, hier ist der Eingang. Das habe ich doch gesagt. Irgendwo war ein Eingang. Ob man hier noch irgendwelche Gegenstände aufheben kann, wie eine Überlebensaxt oder sowas, oder generell eine Axt. Hier ist auf jeden Fall wieder laute Geräuschkulisse. Papier am Flattern. Tja, aber wie kommt man hier lang? Jetzt nicht weiter, vielleicht hier links. Kleines Labyrinth. Nett. Schulter. Bin ich hier? Da vorne. Siehst du aber doch auf der anderen Seite. Sowjetische Forschungseinheit für die Naturphänomene zur Anomalie. Okay. Also die wissen davon Bescheid, von den Anomalien, die hier passieren. Falls natürlich nur, ob es die ist, die wir da ganz am Anfang gefunden haben oder nicht. So, so wie es aussieht, klappert hier nichts mehr. Wir gehen hier mal rein. Ja, ein Bunker. Boah, den hat es aber auch schon... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier eine Tür zugefallen? Aber auch sehr interessant ist, dass es hier noch Licht gibt. Also irgendwo ist hier ein Generator. Das Gute ist, wir haben erstmal ein bisschen uns aus dem kalten Wetter entfernt. Wasser, okay. Im Stuhl kann ich nichts machen. Okay. Hier ist schon wieder Papier. Huh! Ah! Lauf, Alter! War das gerade laufen? Mach auf! Da. Ja, ja, es ist okay. Ich habe da ein Problem, Alter. Das nennt sich Geist. Ich kann mich nicht verstecken. Hat er jetzt abgeschlossen oder hat er versucht, die Tür zu öffnen? Oh Mann, Alter. Ich habe mich gerade übelst erschrocken. Alter, auf einmal knallt das im Ohr, ey, und auf einmal steht dieses Vieh hinter dir. Wer ist er denn hier? Chevchenko oder was? Und jetzt? Hallo? Tja, und das war's jetzt hier, oder was? Der ganze Bunker nur für ein Bild? Von einem alten Russen? Einer alten Stromanlage, Radioanlage. Irgendwelche Fotos, Gruppenfotos, Hotelfotos, ein Pass. Und das war's jetzt? Naja, ist jetzt aber ein bisschen schade, ne? Also, nur für so eine kleine Slenderman-Einlage jetzt mit Horror.
Na gut, ich habe mich übelst verjagt, ne? Das ist nicht so. Ich meine natürlich, das war alles geplant. Guck mal, hier ist auch noch eine fette Tür. Kriege ich die nicht auf? Nee. Echt jetzt? Ich gehe jetzt hier nur rein? Bin jetzt hier echt nur reingegangen für sowas? Funkturm. So, warte mal gucken. Na, guck mal, hier hat er auch sogar markiert mit Funkturm. Die Kirche haben wir auch. Okay. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen schade. Dass das Spiel uns schon sagt, wo wir hin müssen. Dass wir hier nicht einfach die Karte so erkunden. Na gut, aber die Karte ist ja auch auf jeden Fall aus dem Zelt. Das heißt, das ist von den Forschern oder von den Leuten, die hier verschwunden sind. Und dadurch ist es ja auch wieder gleich... This truth was pounded into me by pain, cruelty and lies. I learned from this. I remembered. It nearly touched the essence of my understanding, becoming the revelation of truth, when they dragged me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs. When they put the worst nightmares into my head. When they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Time does not heal wounds. Wow, krass. Also haben sie ihn gefoltert und alles mögliche mit... Alter, was haben die denn hier für Experimente mit dem gemacht? Vor allen Dingen, wer ist das? Ist das dieser komische Geist, der mich gerade entweder ein paar Sekunden meines Lebens gekostet hat, dank der Schocker-Szene? Geht's anscheinend nicht weiter, okay. Dieses Gejaule ist auch immer sehr interessant. Das klingt so ein bisschen wie bei Metro. Bin mal gespannt, ob jetzt hier irgendwelche von diesen mutierten Ratten einkommen. Oh, okay. Übelster Performance-Einbruch. Was ist hier los? FPS sinken. Könnte sein, dass was passiert. Wäre natürlich schade, wenn das Spiel immer irgendwas ankündigt, wenn was passiert, indem die Framerate droppen. Aber das hier ist jetzt echt krass, Alter. Das ist ja die reinste Dia-Show. Okay. Interessant. Hat spontan mal eben die Musik aufgehört und das Gejaule. Wo sind wir denn? Da. Dann können wir mal hier um die Ecke und dann hier ist wieder eine Brücke. So, schauen wir mal. 65. Weiß gar nicht, müssen wir hier lang? 53, 62. 53, 62. 54, 61. Guck an, also müssen wir hier hin. Das heißt, wir müssen hier rechts. Ja, eigentlich können wir jetzt komplett hier rumgehen, dann sind wir wieder hier. Ich will ja nichts sagen, aber weißt du, warum wir gestorben sind oder warum das Spiel wahrscheinlich abgekackt ist? Weil es eine festgelegte Reihenfolge gibt bei dem Spiel, wie du gehen musst. Du musst entgegengesetzt des Uhrzeigersinns hier lang gehen. Einmal rum, wittig. Pass auf, das ist bestimmt eine Referenz zu der Story, dass wir die Vergangenheit machen. Und wenn man ja die Zeit zurückdreht, kommt man ja in die Vergangenheit. Pass auf, das ist bestimmt irgendwie sowas. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber naja. Okay, es geht wieder weiter. Der Wind hat wieder eingesetzt. Und ein Schneesturm sitzt ein. Okay. Hier geht's nicht weiter. Da, guck mal, da ist die Brücke. Wie wir auf der Karte gesehen haben. Ich denke, die Karte ist wirklich viel größer, als sie ist. Die ist gar nicht so groß, die Karte. Das Gebiet ist kleiner, als man denkt. Durch das weite Schauen kommt das einem so vor, als wenn das so groß wäre. Aber ist die Karte wirklich, also die ganze Map an sich ist wirklich klein. Wenn ich mal auf der Karte nämlich mir das überlege, wie es gerade war, dann war das auf jeden Fall weitaus weg. Na gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Maßstab ist. 1 zu 2 oder so. Obwohl das hier vielleicht 1 zu 10, 1 zu 100 ist. Wo sind wir denn? Hier war die Brücke. Das war auf jeden Fall die Brücke. Tja, wo lang? Und vor allen Dingen, da geht's auch nochmal lang. Vielleicht kommen wir da rüber. Wehe, du brichst jetzt, Alter. Wehe, du brichst mir weg. Ich habe keinen Bock, jetzt einen Umweg zu laufen, falls ich nochmal zurück muss. Okay. Sieht aber ganz gut aus.